So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Market Roundup. Diesmal auch wieder aus dem Büro, denn ich bin zumindest halbwegs wieder gesund. Das heißt, wir können uns wieder über Märkte austauschen, über Aktienmärkte reden, über das sprechen, was die letzten Wochen passiert ist und insbesondere natürlich die letzte Woche passiert ist. Guten Morgen auch einmal an alle in der Runde. Genau, wir starten direkt rein und es ist einiges quasi passiert. Wir starten mit einem etwas leicht veränderten Format, einfach um euch so ein bisschen etwas stringenter durch diesen Market Roundup zu führen. Und zwar starten wir mit einem Blick auf den DAX. Und ihr kennt ungefähr dieses Szenario. Ich male ja immer gerne in Blau ungefähr ein, wo wir in der vorherigen Woche gestartet sind, also hier am Montag, dem 27. November. Wir sehen es, der DAX ist in einem sehr, sehr positiven Trend. Also wir sehen diese deutlichen Steigerungen natürlich in den letzten Wochen. Wir hatten ja so ungefähr das Tief so Ende Oktober erreicht, seitdem eigentlich einen konstanten Aufwärtstrend, auch wieder über der 200-Tages-Linie, muss man so sagen, über diese wichtige charttechnische Marke, muss man auch sagen, von 16.200 Punkten. Man sieht es ja an dieser Linie, da hatten wir in der letzten Zeit ja einige Hochs eigentlich gesehen und immer wieder so einen Kampf geführt. Teilweise sind wir auch drüber gekommen. Jetzt so ein bisschen die Frage, 16.400 ist die nächste wichtige Marke und da ist die Frage, ja, wie nachhaltig steigen wir jetzt darüber? Wie gesagt, in der letzten Woche grundsätzlich sehr, sehr positiv, 2,3% im Plus, auch zum letzten Freitag nochmal ein großes Plus gesehen. Was waren der Auslöser? Ja, die große Hoffnung auf eigentlich schon baldige Zinssenkungen. Davon war zuletzt eigentlich nur in den USA die Rede. Jetzt aber auch in Europa, bei der EZB. Und woran liegt das? Ja, wir sehen das hier nochmal ein bisschen an der 10-jährigen Bundesanleihe. Und die ist deutlich gefallen, also die Rendite hiervon, muss man immer ganz klar sagen. Und das liegt daran, man sieht es ja in diesem zweiten Punkt, ja, wir haben einen Inflationsrückgang von 2,9 auf 2,4% gesehen. Und damit sehen wir auch ganz deutlich eine Überraschung. Also wir haben gesehen, dass wir eigentlich erwartet haben, dass die Zinsen bzw. die Inflation weiter sinkt. Und dass es aber doch so stark ist, ist dann überraschend. Hier muss man immer wieder sagen, das ist jetzt die Gesamtinflationsrate, die Kerninflation, die liegt leider noch ein bisschen weiter oben, ist immer noch ein bisschen schlechter. Was einfach daran liegt, dass ja insbesondere so der Food-Bereich und ja auch das, was man so als Kernelement betrachtet, eben hier rausgenommen wurde bzw. dass man ja als Kerninflation immer genau diese sehr, sehr, sehr anfälligen Sachen für die Inflation rausnimmt, also zum Beispiel Energie und. Soll auch gar nicht das Thema sein. Wichtiger ist hier zu sehen, dass da in dem Zuge auch die 10-jährigen Bundesanleihen deutlich gesunken sind. Also wir sehen es hier von 2,5 auf 2,2%. Und da sehen wir, das ist wirklich ein deutlicher Rückgang. Insbesondere, weil wir so ein Ende Oktober gesehen haben, was gar nicht so lange ist, bei fast 3% und da auch immer ein bisschen auf der Kippe stand, gibt es jetzt doch noch eine Zinserhöhung oder nicht. Und deswegen steht es auch hier unten, dieses Zinssenkungsnarrativ ist besser als erwartet aktuell und wird dadurch auch immer verstärkt, jetzt auch antizipiert, weil halt die Inflationsdaten so gut waren. Ich habe gerade eben nur von den Europäischen gesprochen. Das Gleiche trifft auch wirklich für die Deutschen zu, für Spanien, für Frankreich. Also wir haben es in Gesamteuropa gesehen und das ist natürlich ein sehr positiver Trend. Wir sehen es ja auch in der Vergangenheit. Also wir sind jetzt so wieder in den Tiefs in den letzten halben Jahr und das freut natürlich die Aktienmärkte. Blicken wir nochmal auf den S&P 500 in den USA. Hier haben wir die fünfte positive Woche gesehen für US-Indizes, also sowohl für den Dow Jones, den Nasdaq, für den S&P 500. Und wenn wir in den November blicken, dann war das auch einer der besten Monate seit langer, langer Zeit. Wir sehen das gleich nochmal in der Grafik im Überblick. Plus 9% hat der S&P 500 zugelegt, der Nasdaq sogar über 10%, auch der Dow Jones deutlich im Plus. Wir sehen aber so ein bisschen, es ist nicht ganz so positiv gewesen, wie es jetzt beim DAX der Fall war. Also wir fahren hier schon so ein bisschen auf höheren Niveaus, was ein bisschen daran liegt, dass auch das Konsumklima und die Wirtschaft anfangen so leicht abzuklingen. Zumindest signalisieren uns das die neuen Zahlen. Die Konsumausgaben sind nämlich jetzt aktuell nur um 0,2% gestiegen. Und da muss man ganz klar sagen, das ist ein deutlicher Rückgang. Im September waren es noch 0,7% und es deutet darauf hin, dass die Ausgaben
in der Wirtschaft beziehungsweise insbesondere die Ausgaben der Konsumenten hier wirklich zurückgehen. Das heißt, die Wirtschaft erlahmt so ein bisschen und jetzt hofft man natürlich, dass man trotzdem noch dieses Soft Landing erreicht und trotzdem noch ja, diesen Schwung mitnehmen kann, ohne dass man in so eine verstärkte Rezession kommt. Wir sehen das nochmal hier, dass wirklich der S&P 500 einen sehr, sehr guten Monat hatte, auch in den letzten, im Vergleich der letzten 30 Jahre sogar. Also wir sehen hier oben ganz deutlich April 2020. Ja, was war da? Da hatten wir insbesondere natürlich die Corona-Krise und so ein bisschen den Mechanismus, dass es doch vielleicht nicht so schlimm war, wie man im ersten Moment gedacht hat. Man sieht es auch so ein bisschen weiter. Auch hier war natürlich wieder Corona ein großes Thema im November 2020. Wir haben ja zwei große Krisen hier auch mit drin. Und eigentlich ja drei große Krisen auch im Oktober, aber verdeutlicht eher der März im Jahr 2000. Dotcom war das große Thema. April Finanzkrise. Also wir sehen es, das sind alles große Rebounds eigentlich nach Krisen gewesen. Das heißt nicht, dass es danach nicht wieder zurückging, aber wir sehen trotzdem, dass wir da immer so einen, ja, einen Schwung rausbekommen haben. Und das war jetzt auch im November der Fall, nachdem wir eher etwas schwierigen Spätsommer hier hatten. Deutlich, wie gesagt, sieht man das Ganze auch in den 10-jährigen US-Treasuries, also dem Pendant zu unseren Staatsanleihen. Und das wird ja auch immer gerne genommen, um auch so ein bisschen diese Zinssensitivität für die Zukunft darzustellen. Und hier sehen wir, dass wir halt ja bei diesen 5% da gekratzt haben, ganz deutlich, und jetzt aber auch deutlich wieder zurückgehen. Und jetzt nicht ganz so extrem, wie wir es in Deutschland schon gesehen haben. Aber auch hier wirklich einen deutlichen Abwärtstrend sehen und auch jetzt uns dieser ja, 4%-Marke hier unten wieder nähern. Das ist noch ein Stück, aber es wird jetzt erwartet, dass wir auch zukünftig die ersten Zinssenkungen haben. Das preist der Markt zumindest mittlerweile verstärkt ein. Wir sehen das hier in dieser Grafik von Barron's ganz gut. Also hier diese deutlichen Zinssteigerungen der Fed. Und jetzt sehen wir hier, dass jetzt aber antizipiert wird, dass es immer wieder kleinere Senkungen gibt. Beginnt mit dem ersten Quartal im nächsten Jahr oder auch im zweiten Quartal. Das ist so ein bisschen ja, die Frage, je nachdem, wen man fragt. Aber hier sieht man es, in einem Jahr soll halt dieser Zinssatz wieder runter auf 4,25% ungefähr. Und das ist natürlich ein deutlicher Abschwung, insbesondere zu dem aktuellen Zinsniveau. An der Stelle muss man aber immer wieder sagen, das gilt eigentlich übergreifend für Europa und auch die USA. Insbesondere, wenn man jetzt auch auf die Inflationsdaten schaut. Ich habe gerade eben das nochmal angesprochen, Kerninflation, aber auch das Thema Gesamtinflation, also was wird rausgerechnet, was wird nicht rausgerechnet. Wir wissen, die Energiepreise, die sind immer das, was aktuell die Gesamtinflation nach unten zieht, was der Kerninflation aber rausgerechnet wird. Also ja, Energie, Essen, Food, das wird immer gerne rausgenommen, weil es sehr sensitiv ist. Und da muss man sagen, ja, das zeigt gerade halt so einen besonderen Effekt. Das heißt, diesen ersten Schritt der Inflation runterzukommen, das ist relativ einfach aktuell. Die Frage ist, wie sticky, sagt man immer gern. Das heißt, wie beständig ist jetzt dieser Restinflationsteil, der sich natürlich auch aus diesen Parametern ergibt, aber so ein bisschen nachzieht. Und da ist die große Frage, ja, wie schnell wird auch das jetzt zurückgehen? Und danach wird sich natürlich auch sehr stark das Zinsumfeld richten. Jetzt nochmal ein Blick in nach Asien, da ist das Inflationsthema weniger präsent, da hat man eigentlich so ein bisschen andere wirtschaftlichere Sorgen eher. Da geht es noch verstärkt deutlich mehr um eine Rezession, um Wirtschaftsrückgänge. Wir sehen es beim Hang Seng. Wir haben deutlich negativere Analystenratings wieder bekommen. Wir hatten große Food-Lieferanten, die schlechte Zahlen geliefert haben. Wir haben aber auch die Sorge einfach über weitere schlechte Wirtschaftskennzahlen. Wir haben immer wieder Insolvenzen im Thema. Zwar haben wir auch wieder positivere Nachrichten von etwas neueren aufkommenden Unternehmen. Shein ist ja immer so ein großer Brenner. Wir sehen gleich Pinduoduo und die Plattform Temu, die gerade eben ja bei vielen wirklich auch im Gespräch ist. Ob das jetzt gute Produkte sind oder nicht, mal dahingestellt, aber sie sind halt deutlich, deutlich günstiger als vergleichbare Produkte hier in Deutschland, und da sieht man natürlich eine ganze Welle gerade auf uns zurennen. Das ist aber eher weniger, was Gesamtchina betrifft. Im Gesamtchina sehen wir tatsächlich eher so ein bisschen Sorge, und wir sehen das halt auch ganz deutlich hier im weiteren Rückgang der Indizes, also hier in den letzten ja, Tagen und auch im Gesamtwochenrückblick auf einem deutlich abfallenden Ast, und da wartet man auf jetzt positive Impulse und auch mal wieder positivere Wirtschaftskennzahlen, die ja auch mal wieder eine deutlichere Erholung signalisieren.
Wenn wir nach Japan blicken, da muss man ganz klar sagen, da fahren wir eigentlich ein bisschen auf erhöhten Niveaus. Ich gehe mal hier so einen Ticken zur Seite. Da sieht man es nämlich ganz gut. Wir sind hier oben in den letzten Tagen zwar eine ganze Ecke zurückgekommen, aber wir sind trotzdem noch deutlich im Plus. Also knappe 30% hier auch wirklich im Plus. Und ja, da muss man ganz klar sagen, dass wir uns auf diesen etwas höheren Niveaus gerade so ein bisschen befinden, in einer etwas Seitwärtsphase. Wir kennen das ja ganz gut aus Japan. Die mögen die ganz gerne, diese Seitwärtsphasen, um dann wieder mal nach oben oder unten etwas auszubrechen. Aktuell, wie gesagt, auf relativ hohen Niveaus. Wir haben es aber nicht geschafft, diese obere Chartmarke hier zu durchbrechen bei 33.800 Punkten. Die müsste nachhaltig so ein bisschen gebrochen werden, rein charttechnisch gesehen, damit man hier wirklich auch nach oben ausbrechen kann. Gegenwind machen da immer wieder so ein bisschen die Anleihensätze, aber auch der Yen-Kurs an sich, der ist jetzt wieder leicht zurückgekommen. Also auch ganz spannend, was dort weiter passiert. Blicken wir auf unsere Aktien-News der Woche. Es ist ja ein bisschen was los gewesen. Wir hatten Black Friday hinter uns, Cyber Week hinter uns. Die ersten Zahlen dort waren ganz positiv. Das trifft natürlich jetzt auch auf die einzelnen Unternehmen wieder. In Summe kann man sagen, hatten wir eigentlich jetzt zum Ende dieser Quartalszeiten relativ positive Gesamtzahlen. Also wir sehen, dass so ein bisschen zumindest, was die Earnings betrifft, wieder ein leichter Aufschwung herrscht. Wir setzen das Ganze in den nächsten Wochen nochmal wirklich in ein Gesamtbild zusammen. Aber wir hatten auch ein bisschen was an Bewegung bei einzelnen Titeln. Ich habe es jetzt mal Aktien-News wirklich der Woche genannt. Und ja, wir blicken einfach mal drauf. Ich habe gerade eben schon ein bisschen was erzählt. Da haben natürlich einige Komponenten auch wirklich einen wichtigen Standpunkt dran, aber was war wichtig? Zum Beispiel Salesforce, haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, geht um CRM-Systeme, also um Kundenmanagement-Systeme, also darum, wie kann ich meine Kundendatenbanken pflegen, wie kann ich sie erreichen, wie kann ich E-Mails verschicken, all das ist zum Beispiel ein Teil des Systems von Salesforce, ist natürlich nur ein kleiner Teil, aber ja, die Quartalszahlen waren positiv, denn wir haben gesehen, ja, das Umsatzwachstum ist zwar so ein bisschen zurückgegangen, wir sind aber profitabler geworden und man erwartet auch, dass es weiterhin jetzt eher wieder in eine positive Richtung geht. Wir haben Ähnliches gesehen bei SAP, unserem deutschen quasi Konkurrenten, dem wertvollsten deutschen DAX-Konzern zur aktuellen Zeit. Der hat es jetzt geschafft, wieder neue Allzeithochs zu erreichen, nachdem diese Quartalszahlen von Salesforce kamen, weil sie auch sehr positiv waren und man natürlich jetzt auch Ähnliches für SAP sieht, die auch zuletzt positive Quartalszahlen geliefert haben. Snowflake, auch in der Cloud sind wir hier unterwegs. Da sind wir ja natürlich bei dem Unternehmen, was sehr, sehr stark auch mit KI immer in Verbindung steht, weil es darum geht, wie man Datenmengen richtig managen kann, wie man sie richtig sichern kann, wie man sie trotzdem wieder strukturiert abrufen kann. Es ist sehr technisch, aber trotzdem sehr, sehr spannend und sehr interessant, insbesondere weil Snowflake immer wieder so eines der großen, ja, neuen Wachstumsunternehmen ist. In den letzten Jahren ein bisschen zurückgekommen, jetzt aber wieder ganz positiv. Plus 7% hat die Aktie dazugelegt und ja, insbesondere das Großkundengeschäft läuft da aktuell sehr, sehr gut. Dann jetzt quasi wieder einmal eine neue Übernahme. Immunogen wurde quasi jetzt übernommen, beziehungsweise es gibt ein Übernahmeangebot von dem großen Giganten AbbVie. Die kaufen wir gerne auch mal ein bisschen was zu. Sind ursprünglich zwar auch ein Spin-off, sind mittlerweile aber eines der wertvollsten Pharma oder ist eines der wertvollsten Pharmaunternehmen der Welt. Und die haben jetzt ja ordentlich in die Tasche gegriffen und wollen quasi 10 Milliarden zahlen für das Unternehmen, was natürlich ein Aufschlag oder was natürlich, was ein Aufschlag 95% über dem letzten Schlusskurs ist. Also man will hier wirklich die Übernahme tätigen, so zeigt zumindest der Übernahmepreis ist. Und ja, da möchte man jetzt quasi auf das Onkologiegeschäft von Immunogen zugreifen, um das selber bei sich auch weiter auszubauen. Ihr wisst ja, Onkologie, also alles, was mit dieser Krebs Medizin, Diagnostik, Vorsorge zu tun hat, ist momentan irgendwie heiß im Rennen. Abseits auch noch von den Abnehmspritzen, die wir ja auch schon öfter besprochen haben. Aber das sind so die zwei großen Herde, die ich immer wieder sehe, wo wirklich stark drum gebuhlt wird und wo auch immer wieder viele Übernahmen von kleinen, vielversprechenden Kandidaten getätigt werden, die gute Forschungsergebnisse zuletzt gezeigt haben. Dann auch nochmal ein All-Time-Klassiker, kann man fast so sagen, CrowdStrike.
ja auch immer wieder Thema gewesen, auch bei uns in den Investmentwerkstätten, muss man sagen, wenn wir die Aktien wirklich tiefer gehen, analysieren. CrowdStrike war insbesondere zu Anfang des Jahres hier ein starker Kandidat. Die Aktie hat sich mittlerweile mehr als verdoppelt und hat zuletzt auch wieder positive Quartalszahlen geliefert. Also der Umsatz ist wieder weiter gestiegen. CrowdStrike, muss man sagen, liefert eigentlich immer gute Ergebnisse oder auch noch besser als erwartete Ergebnisse. Das war auch in diesem Fall, in der Zukunft prognostiziert man dem Ganzen weiteren positive Zuwächse, weil man einfach sieht, dass den Kunden aktuell Sicherheitslösungen sehr, sehr wichtig sind. Man nicht ja quasi an dem Ende sparen möchte und ja, da muss man sagen, hat die Aktie jetzt auch wieder deutlich von profitiert. Wir gehen nochmal weiter, denn wir haben ja, wie ich angesprochen habe, noch zwei weitere spannende Unternehmen. Ich klappe mal beide auf einmal auf. Wir haben oben einmal Pinduoduo. Ich habe gerade über Temu gesprochen, eine Plattform aus China, die da jetzt herausgebracht wurde. Und Pinduoduo hat zwar noch eine normale E-Commerce-Plattform, aber da möchte man quasi jetzt weiter sich im Markt etablieren. Man möchte, hat auch weiterhin sehr positive Zahlen geliefert. Wie gesagt, der Umsatz 90% höher als im Vorjahr, erhöhte Händlergebühren, also man wächst da sehr, sehr stark. Pinduoduo hat zuletzt oftmals gute Quartalszahlen vorgelegt und jetzt auch die Aktie wieder 18% im Plus. Und auch Spotify, der schwedische Musikstreaming-Anbieter, hat auch hier wieder positiv quasi performt, indem er gesagt hat, wir möchten jetzt mal Kosten einsparen und weiter in Richtung Profitabilität gehen. Das heißt, wir entlassen Mitarbeiter, um es ganz hart zu sagen. Und ja, beide Unternehmen, und wir können sie uns gerne mal etwas genauer angucken, haben da jetzt gerade wieder zumindest deutlich profitieren können. Ich mache mal diesen Chart hier auf. Hier sieht man es an Pinduoduo. Also natürlich auch im Gesamtsog des E-Commerce-Boom wieder nach unten gekommen, hat aber jetzt immer wieder positive Ansätze geliefert. Ja, und jetzt auch wieder ein deutlicher Anstieg der Aktie. Also wer da etwas länger zumindest investiert gewesen ist, hat aktuell wieder Freude an der Aktie, kann man so sagen. Bei Spotify, muss man sagen, hat man natürlich auch so den Boom der letzten Jahre mitgenommen, aber wir sind auch hier deutlich zurückgekommen und da freut man sich jetzt auch wieder, dass es wieder deutlich stärker in Profitabilität geht, man weiter Kosten sparen möchte. Ja, und das sieht man, wie gesagt, auch hier jetzt im Chartbild ganz, ganz deutlich. Ein weiterer Anstieg und damit auch weiter jetzt gerade im Trend natürlich auch der Aktienmärkte. Was ist noch passiert? Und da muss man sagen, es ist noch was passiert und ihr habt es bestimmt schon oft gehört. Ich gehe auch nicht allzu intensiv heute mal drauf ein, aber Charles Munger oder auch Charlie Munger genannt ist gestorben. Ich spreche oft von Warren Buffett und von Warren Buffett als immer Ikone und Orakel von Oma, wo man immer quasi sagt, hey, ey, das ist ein Investment-Guru. Charles oder Charlie Munger ist eher so ein bisschen unter dem Radar, aber auch trotzdem eigentlich eine Bekanntheit und man muss sagen, auch eine Schlüsselfigur in der Welt der Investitionen und wird gerne auch als rechte Hand von Warren Buffett gesehen. Also er ist eigentlich seit 1960 in Partnerschaft, in teilweise natürlich auch irgendwie so ein bisschen gefühlter Konkurrenz, aber eigentlich als Partner, als rechte Hand waren sie beide seit 1960ern quasi ein Team. Er war auch Vizevorsitzender von Berkshire Hathaway dann die Jahre danach, ist dann quasi immer weiter aufgestiegen, war immer präsenter auch in Berkshire Hathaway als Unternehmen, war auch wirklich Kernfigur bei vielen Investmentthemen, war auch immer jemand, der für klare Bilanzkennzahlen geworben hat. Also er hat zum Beispiel so Worte gelassen wie, ich möchte nur richtige Gewinne haben und keine künstlich verschönerten EBITDAs und wie sie nicht alle heißen. Charles Munger, jetzt leider vor uns gegangen, hinterlässt dabei ein ziemlich großes Erbe. Man sieht aber ganz deutlich, was für ein Alter natürlich jetzt auch die großen alten Orakel haben. Warren Buffett natürlich auch nicht mehr der Allerjüngste und ich gehe nicht zu alt darauf ein, das könnt ihr an anderer Stelle machen, aber das ist natürlich auch eine absolut wichtige News, weil es die gesamte Aktienwelt so ein bisschen betrifft. Was steht diese Woche noch an? Wir haben noch ein paar weitere Quartalszahlen, es ebbt aber so langsam ein bisschen ab, aber es sind wichtige und bald, muss man sagen, beginnt ja auch so die nächste Saison jetzt schon wieder vereinzelt für einige Unternehmen.
Asana steht an, ein ja, Management-System quasi für Kunden beziehungsweise für Unternehmen, muss man so sagen, wo Projekte gemanagt werden können. Sehr beliebt gewesen und auch immer wieder ein Vorreiter, aber natürlich ein relativ kleineres Unternehmen auch, also auch sehr stark mit der Gesamt-Tech-Welt verbandelt. Wir haben AutoZone, wir haben NIO als Autobauer, über die wir gesprochen haben, SentinelOne als Konkurrenten zu CrowdStrike, C3 AI, großes KI-Unternehmen, muss man sagen, oder größeres KI-Unternehmen, hat von dem Boom der letzten Zeit stark profitiert, ist aber sonst rein fundamental gesehen in den letzten Jahren eher weniger positiv aufgefallen, muss man sagen. GameStop natürlich immer wieder interessant. Gibt es jetzt auch einen Film zu für alle, die sich das mal ansehen wollen, was da eigentlich so hinter den Kulissen passiert ist. Ich finde es eigentlich ganz spannend. Ich habe dazu mal mehrere Dokus gesehen und in den USA ist da doch scheinbar noch einiges möglich. Ja, wir haben Veeva, Brown-Forman, wir haben Broadcom als großen Chip-Hersteller, Chip-Giganten, haben wir in den letzten Wochen drüber gesprochen. Sehr interessant, was auch dort für Zahlen rauskommen werden. Dollar General als Discount-Store in den USA ist immer wieder spannend, weil man da doch sieht, dass die Konsumenten in Zeiten der Rezession immer dazu tendieren, natürlich günstig einzukaufen. Also es bleibt weiter spannend, muss man so sagen. Es gibt auch weitere spannende Wirtschaftstermine noch. Wir haben natürlich ja erste Woche quasi so richtig, also nochmal Arbeitsmarktzahlen, ADP-Zahlen, also Beschäftigungsänderungszahlen, Arbeitslosenquoten haben wir. Also immer wieder spannend, weil es auch die Gesamtwirtschaft betrifft und insbesondere auch das Zinsumfeld betrifft aktuell, weil sehr stark auch aus der Fed-Richtung natürlich geschaut wird, wie verhält sich eigentlich die Wirtschaft. Wir haben Bruttoinlandsproduktentwicklungen in Japan, weitere Kennzahlen zu Inflationsraten. Wir haben diese Woche aber natürlich noch ein bisschen Programm. Heute Teil 3 des Basiskurses von letzter Woche quasi jetzt einmal nachgezogen. Wir schauen sehr, sehr stark auf Orderprozesse, also was kann man falsch machen, was kann man richtig machen, was gibt es für Hürden, auf die man schauen kann, wenn man Aktien, Optionen, Anleihen und was auch immer ordert. Das schauen wir uns ganz genau an. Wir schauen uns Orderarten an, wir schauen uns verschiedene Wertpapierarten an. Das heute alles im Basiskurs. 16.45 Uhr geht es da los. Dann am Donnerstag Aktien-Roundup. Wir haben in der letzten Zeit immer wieder spannende Artikel gelesen über viele, viele Unternehmen, insbesondere auch über Warta. So ein absoluter Liebling, muss man so sagen, von vielen, ich sag jetzt mal, Redakteuren, Autoren, von mir aus auch Analysten. Und wir wollen das Ganze einfach mal so ein bisschen kritischer ins Licht rücken. Ja, hier ist immer so ein Ausschnitt von Warta, erste Lichtblicke, aber hier in dem Falle vom Aktionär eine Headline. Wir schauen mal genau drauf am Donnerstag und machen das natürlich noch ein bisschen genauer dann auch in der Aktienwerkstatt, wo wir uns das Ganze in Zahlen, Daten, Fakten ansehen und mit unseren Bewertungsschemen abgleichen. Das quasi so zum Ende der Woche. Und damit sind wir am Ende, muss man so sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne rein. Genau, Armin, Japan immer wieder sehr, sehr spannend, werden wir uns auch nochmal wirklich genauer anschauen in den nächsten Wochen. An der Stelle vielen Dank, wir hören uns und bis dahin.